Ich bin ruhig, ich bin ruhig. Hallo! Was war das, ey? Ja, du hast mir nach vorne gezogen. Ich bin so. So, ich werde mich jetzt daran begeben, zu schneiden. Ich muss noch Bescheid sagen, dass ich noch 5 Minuten Fernsehen gucken werde und mich danach fertig machen muss zur wundervollen Arbeit. Er hat Spätschicht. Ich werde mich jetzt daran begeben und den Vlog schneiden. Den Vlog, den ihr hoffentlich gestern gesehen habt, weil ich bin sehr spät dran. Mir haben mich nicht gewagt. Das war eigentlich schon alles. Nein, bleibt dran. Jetzt, wo ich das Video so geschnitten habe und das alles nochmal Revue passieren lassen habe, ey, das war echt einfach ein mega geiles Wochenende. Was ich besonders cool fand, ist, dass ich noch mehr coole Leute kennenlernen durfte. Unter anderem den... Scheiße. Egal, sieht man nicht, ist auf dem Teppich. Unter anderem den Victor, also den Iblali auf YouTube. Ich finde das so schön, dass er trotz seines Erfolges einfach er selbst geblieben ist. Als kleiner YouTuber hat man immer, muss ich euch sagen, so ein bisschen Angst, sobald man mit einem größeren YouTuber zusammenkommt. Und dann denkt man sich so, ja, ich bin ja nicht so groß wie er und will überhaupt was mit einem zu tun haben. Aber Victor und ich haben uns während der ganzen Busfahrt nach Paris stundenlang unterhalten. Und das war so schön. Wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten, über Serien, über Filme, über YouTube, einfach über alles. Und es war einfach mega cool. Also Victor, falls du dieses Video siehst, was ich nicht denke, weil du hast bestimmt Besseres zu tun, als hier diese Vlogs anzugucken. Du bist echt ein cooler Typ. Und ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und das ist, glaube ich, schon mein 7. Kaffee heute. Ich habe noch nichts gegessen. Lina hat mich mittlerweile abgeholt. Wir haben uns verfahren. Wir sind gerade in Neheim und suchen ein Restaurant. Und Neheim, für all die Leute, die es nicht wissen, ist im Sauerland. Und es ist sehr, sehr, sehr klein. Das ist keine Großstadt, ja. Aber man kann sich verfahren. Nicht jeder, sondern nur wir. Und ihr wisst ja, ich habe mich ja heute nur von Kaffee ernährt und freue mich voll aufs Essen. So, jetzt war das doch hier irgendwo rechts runter. Ja. Nee, links. Nein, rechts. Da ist rechts, ne? Ja. Hier runter muss ich doch jetzt. Ist doch rechts runter. War das hier? Ja. Aber wir kamen letztens von einer anderen Richtung. Nein. Genau. Was da jetzt? Ach gut. Wir haben jetzt lecker Salat. Weil wir so Hashtag Healthy Food sind. Total. Kiki. Ja, Mozzarella. Guten Morgen. Wie serviert das jetzt? Guck doch mal, die Soßen sehen noch nicht gleich aus. Wir haben dieselbe Soße bestellt. Toll. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Und Lina ist auch mitgekommen. Und es hat geregnet, wollte ich gerade sagen. Es regnet immer noch. Scheiße. Aber, und das kann ich dir auch eben zeigen, die Rollos sind doch da, habe ich dir gerade erzählt. Also das Küchenrollo, das habt ihr auch noch nicht gesehen. Schaut mal. Tada. Cool, ne? Kannst du auch hoch und runter machen. Wie du möchtest. Kannst du so ganz dicht machen, ne? Mhm, also so dann. Ja. Dann kann man nicht mehr gucken. Aber hier kannst du auch halt komplett runter. Mhm. Lina sagt, das ist schön. Ja. Guck mal, Leute, da ist ja die ganze Zeit pisst, hat sich hier so eine Wasserbeule gesammelt. Achte mal, wie das hier runterfällt, warte. Das ist mega ausgeleiert jetzt. Daniel will da so solche Dinger hinbauen. Ja. So Streben. Oh, scheiße, ey. Oh oh, ich glaube, ich werde nass. Lina ist jetzt auch wieder abgehauen. Und jetzt werde ich mich darum kümmern, dass der liebe Daniel auch gleich was zu essen hat. Und sonst so. Wie geht's euch? Erzählt mir doch mal, was ihr so macht, wie es euch so geht, was ihr heute so Feines erlebt habt. Das könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und dann können wir ein bisschen chatten. Hallo. 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 Besser jetzt, wo ich Feierabend habe. Besser jetzt, wo es geregnet hat und ich mir so etwas Heuschnupfen habe. Aber viel besser jetzt, wenn wir jetzt Feierabend habe. Oh Leute, wir sind, also seitdem wir aus dem den langen Trip wieder hier sind, die ganzen Tage... Long trip. Boah, Heuschnupfen Deluxe, ey. Augen waren rot wie Blut. So. Was ist, was wir dann jetzt heute machen können vielleicht? Modern Family. Ist durch. Nee, hast du schon durchgeguckt? Ja, sicher. Ich dachte, das ist noch eine Folge. Ja, die meint sich, ich warte immer auf die Stunden wochenlang. Aber ist kein Problem, ich kann die letzte Folge nochmal reinziehen. Ja, aber nicht sagen, muss spoilern, ja?
Also pass auf, bei der letzten Folge ist es nämlich so, dass... Nein, aber generell, Leute, für die Zukunft, merkt euch das. Wenn wir uns nochmal Serien angucken oder so, dann hört auf und spoilert nicht. Ich hätte, einer von euch war das, hat das bei Dexter gemacht. Ja, Mann. Boah. Und Daniel hat es zuerst gesehen und er meinte so, ja, ich hab was gelesen, er hat gespoilert. Und ich dachte so, sag's mir nicht. Und irgendwann später habe ich mir die Kommentare nochmal durchgelesen, nicht mehr dran gedacht. Und dann habe ich es auch gelesen und ich dachte mir, boah, wenn ich dich jetzt schon... Ich würdest du vor mir stehen, hätte ich dir, glaube ich... In die Fresse gehauen. Nein. Ey, du hast gespoilert, okay? Okay, weil ich war das. Du freust dich aufs Wochenende. Ach, schubst du doch nicht weg, ey. Ich wollte dir doch Pommes machen. Nicht ein Messer, schon vor, ich wollte dir Pommes machen. Schon vor, ich hätte mich jetzt hier so rein. Ja, natürlich. Und dann wäre ich arbeitsunfähig gewesen. Ich hatte vor, bei uns am Samstag jetzt vorm Haus, wenn das Wetter gut wird, da ist so ein bisschen Unkraut und so. In einem Vlog haben wir ja schon gesehen, dass wir da Hecke und so geschnitten haben. Direkt neben der Haustür, auf der linken und rechten Seite, ist so Unkraut gewachsen. Und ich möchte das alles einfach rausreißen mit Wurzeln, allem schickimicki. Und das dann einfach gerade machen, dann so eine Unkrautfolie rein und dann einfach 3, 7, 9, 12, 150 Säcke Rindenmulch drüber kippen. Ich hab nämlich keinen Bock, die Scheiße immer sauber zu halten. Und das Krasseste ist, es ist ja noch gar nicht so lange her, also für all die Leute, die das Video gesehen haben, mittlerweile wissen, dass es gar nicht so lange her ist. Falls ihr es nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das hier und in der Infobox. Aber es ist so krass nachgewachsen. Rede doch! Ich wollte es nur jetzt auch reden. Rein, ich Bruder. Bin ruhig, ich bin ruhig! An der Nordseeküste. Ein Blali folgt mir nicht auf Instagram. Bitte? Er folgt mir nicht. Ein Blali folgt dir nicht auf Instagram! Scheiße! Ja. Könnt ihr mal den Al Blali auf Instagram darauf aufmerksam machen, dass er den Daniel on Tour folgen soll? Ist so. Und auf Twitter und auf YouTube. Spammt mal sein Video voll. Spammt mal sein neuestes Video voll. Spam Instagram voll, Spam Twitter voll, Spam Facebook voll. Wenn ihr das machen würdet, würde ich euch mega feiern. Und wenn er dann tatsächlich irgendwann von dem Daniel folgt, dann machen wir eine fette Party. Eine fette Al-Blali folgt mir Party. Eine fette Al-Blali folgt mir Party. Schreibt das bitte unter sein Video. Folgt dann und tu, er möchte eine fette Al-Blali folgt mir Party machen. Eine fette Al-Blali folgt mir Party. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist um die Wahrheit über Al-Blali kommt jetzt. Ich hab den jetzt am Wochenende kennenlernen dürfen und muss euch ehrlich sagen, er ist mit Abstand, ja mit Abstand will ich sagen, so viele kenne ich gar nicht, also er ist wirklich ein sehr, 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 sehr herzlicher, und sehr, 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 sehr lieber Mensch. Das hätte ich so am Anfang gar nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe halt ein komplett neues Bild von ihm. Er ist echt ein mega, mega, mega liebes Dingen. Muss ich einfach mal so jetzt hier sagen. Weißt du, was lustig ist? Das habe ich heute auch im Video gesagt. Also so ähnlich. Genauso wie ich habe ja jetzt am Wochenende auch den Torten kennengelernt. Und er ist auch also ein herzensguter Mensch. Piep, 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 bla, bla, bla. So geht das nicht. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Da wir letztens den Facebook Dynamite der Woche vergessen haben, werden wir das jetzt nachholen. Ja, in 4,5 Wochen werde ich tätowiert. Wenn ihr wollt, dass wir die Kamera dabei mitnehmen, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Ja. Kommen wir nun zum Dynamite des Todes. Auf Facebook jetzt, ne, Freunde? Genau. Facebook, die Facebook Edition. Yes. Und zwar ist der heutige Dynamite des Tages auf Facebook die Aline Krüger. Sie schrieb: Hey ihr zwei, ich wollte nur mal eben sagen, dass ihr die Größten seid und ich jeden Tag, wenn ich von der Schule komme, immer gleich euch anschalten zum Entspannen. Ihr zwei habt einen mega Charakter und eine große Klappe. Die Rede von dir. Ich liebe euch von ganzem Herzen und hoffe, dass ihr das mit dem Internet irgendwie hinkriegt, damit noch mehr Videos kommen könnten. Liebe Grüße aus Mecklenburg-Vorpommern. Hatti Nutze. Hatti Nutze. Das freut uns sehr, Alina, dass du, wenn du von der Schule kommst, gleich einschaltest. Ich schätze mal, das ist dann immer der Tag danach, den du dir dann reinziehst, weil unsere Videos kommen ja, wie gesagt, immer um 18 Uhr. Du hättest aber auch jeden Tag lange Schule. Oder du hast immer nicht lange Schule. Schreib es mal unten in die Kommentare. Nicht nur du, sondern auch die anderen. Wann seid ihr immer zu Hause? Das würde mich sehr interessieren. Ich muss kurz was einfügen. Ja. Die Leute fragen sich bestimmt, warum ich ein Feuerzeug in der Hand habe. Ja, wegen der Kerze da hinten. Ja, also nicht, dass ich wieder irgendwelche Gerüchte, Küche und so. Deswegen, ich habe den Feuerzeug liegen gehabt und damit spiele ich ganz gerne, weil ich bin ein Feuerkind.
Das nehmen wir aber uns nicht zum Vorbild. Also mit der großen Klappe ist echt voll süß. Ja, das stimmt. Also ich zum Glück nicht. Ich kann mich halt nicht beherrschen. Ich weiß auch nicht, wen sie jetzt meint. Ich glaube, die meint dich. Ja, die meint dich. Nee. Und das mit dem Internet. Ich habe mich gestern Abend erkundigt, habe ein bisschen im Internet geguckt. Und davon zwar weiß ich gar nichts. Ja, du lagst auch schon im Bett und ich lag neben dir. Und zwar habe ich geguckt nach einem WLAN-Verstärker. Einem WLAN-Verstärker? Und was ist bei rumgekommen? Dass man der Grip am Daturen. Aber du hast bestimmt teuer Geld. Das nicht teuer. Aber auch nicht teuer haben wir nicht. Dann kostet nur 50 Euro. Ich hab keine 50 Euro. Müssen wir warten, bis das Geld wieder da ist. Also ihr seht, was wir für finanzielle Probleme haben, okay? Komm, komm. Oh, ich bin hängen geblieben. Also in deinen Haaren, Ohren. Wir machen jetzt hier so eine Spenden-Hotline rein. Bitte, wir hätten gerne 50 Euro für WLAN-Verstärker. Du hast mir Haare rausgerissen. Nein, das war mein Ohrring, ist an der rangekratzt. Oh, ich blute bestimmt. Ich glaube, ich habe morgen nicht. Da ist ein Haar vor mir. Zieh dir das rein. Gib mal Feuerzeug. Nein! Gib mal. Auf jeden Fall, Dankeschön für den lieben Kommentar und liebe Grüße zurück. Können wir bitte einmal die Position tauschen? Warum das denn? Das gibt einen richtigen geilen Flair und richtig Pep im Video. Okay. Schreibt mir in die Kommentare, ob es jetzt peppiger ist. Ob es peppiger jetzt ist. Boah, ist das peppig. Ja. So, der Comment Dynamite, Alter, wir haben 12 Uhr gleich. Alle schlafen schon und wir sitzen hier vor. Auf YouTube ist Miller Heuter. Sie schrieb erstmal damit zusammen. Ich fange an. Okay. Nee, komm, Ladies first, du mal. Erstmal danke, dass ihr so viel für uns tut. Punkt. Ihr seid echt so bewundernswert, sympathisch und habt immer einen aufmunternden Spruch auf Lager. Punkt. Ich muss nicht unbedingt Dynamite des Tages werden, aber es würde mich sehr freuen. Punkt. Euch zu treffen ist einer meiner größten Träume. Punkt. Zu dir, Sandy, ich mag deine Superstars. Ich hab sie auch. Daniel, auch wenn du BVB-Fan bist, ich mag dich trotzdem. Ich habe euch ganz da lieb. PS. Könntet ihr Marie und Ida grüßen? Liebe Danke. Grüße an Marie und Ida. Danke und Hashtag die Nutzen. Danke für deinen wundervollen, lieben Kommentar. Und jetzt bist du doch deine Maid des Tages geworden. Die Superstars sind echt mega, die Schuhe. Ich liebe sie. Wenn ihr morgen deine Maid des Tages werden wollt, dann müsst ihr ganz, ganz hart hier kommentieren. Und auch, nicht vergessen, auf Facebook. Facebook. Kommentieren und liked diese fucking Seite. Denn wir haben gerade eben die 1000 Likes erreicht. Und es sollten noch viel, viel mehr werden. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Oben ist ein Mini-Tutorial, wie das Ganze funktioniert. Das ist ganz einfach. Und dort oben gelangt ihr zu einem Überraschungslog. Klickt drauf. Der ist dann schon peppig. Der ist so peppig. Denn da kaufen wir unseren neuen Teppich. Wir sehen uns morgen wieder. Warte, ups, dann. Oh nein. Boah, voll mit Glitzer-Effekt. Ja, die, das ist jetzt noch. Geil.